In langen Texten verweist man immer wieder an andere Stellen, wie zum Beispiel hier, siehe Kapitel 6.1, statisches Selbstbild, Seite 3. Beim Überarbeiten des Textes verschieben sich die Texte und Kapitel, also stimmen danach die Nummerierungen und die Seitenangaben nicht mehr. Genau das kann man mit Querverweisen verhindern und automatisieren. Mein Name ist Birmin Lehner. Beispiel 1. Ich will hier eben im Fließtext auf dieses Kapitel hier verweisen mit der automatischen Seitenzahl. Ich habe hier im Text nummerierte Überschriften und ich habe diese Überschriften verknüpft mit den Formatvorlagen hier Überschrift 1, 2 und 3. Jetzt will ich also einen Automatismus erstellen. Ich lösche nun mal, was nachher automatisch eingefügt werden soll. Also all das soll weg, ebenfalls die Seitenzahl 3. Ich klicke hier hinein, denn hier soll nachher wieder die Kapitelnummer erscheinen. Also gehe ich zu Referenzen, Beschriftung Querverweis und wähle nun hier aus, worum es sich handelt, nummeriertes Element, stimmt. Also, ich gehe hier auf 6.1, statisches Selbstbild, und ich wähle hier, was denn dort erscheinen soll, die Absatznummer, einfügen. Es erscheint bereits hier oben. Was soll noch eingefügt werden? Ich klicke hier wieder darauf. Es soll der Absatztext erscheinen, einfügen. Jawohl, ich schließe hier mal dieses Fenster, denn es braucht hier noch einen Leerschlag und auch hier einen Leerschlag und da soll ja noch die Seite 3 erscheinen. Also noch ein Leerschlag und wieder Querverweis. Es ist immer noch das nummerierte Element 6.1 und jetzt soll natürlich noch die Seitenzahl erscheinen, einfügen, schließen. Ja, und jetzt ist das ein Automatismus. Natürlich mache ich das nun alles schwarz und vielleicht will ich das ja noch fett machen. Und jetzt ist das ein Automatismus. Man merkt das daran, wenn man hier wieder einen Klick auf einen Automatismus macht, dann wird der ganze Teil grau, auch hier, auch die drei. Also das sind Automatismen. Was passiert, wenn ich nun ein neues Kapitel erstelle? Ich mache das nun hier einmal. Jetzt hat sich ja alles verschoben. Jetzt stimmt hier die Nummerierung nicht mehr. Das ist ja nicht mehr 6.1, sondern 7.1. Aber das hat sich hier noch nicht angepasst. Drücken Sie die Funktionstaste F9 oder ich markiere hier einen Bereich, man sieht sofort, wo die Automatismen drin stecken und einen Rechtsklick, Felder aktualisieren und jetzt wurde das aktualisiert. Wenn Sie den Druckbefehl geben, dann wird das meistens auch automatisch aktualisiert. Achtung! Ich gehe mal zu diesem Kapitel 7.1 und ändere hier diese Überschrift zu Teams. Statisches Selbstbild, dann funktioniert auch der Automatismus wieder. Ich bin hier zurück, ich markiere wieder diesen Teil, Rechtsklick, Felder aktualisieren. Jetzt steht hier Teams, statisches Selbstbild. Wenn ich aber hier hinten etwas ergänze, statisches Selbstbild, Teams und wieder aktualisiere, ich gehe mal nach oben, dann wird es hier nicht erkannt. Oder wenn ich hier unten diesen Text lösche und etwas Neues schreibe, Teams Selbstbild und wieder aktualisiere, dann erscheint ein Fehler. Also aufgepasst, nicht löschen und ersetzen, auch nicht dahinter hinsetzen, sondern davor etwas einfügen und allenfalls etwas hintendran löschen. Beispiel 2. Ich will auf eine Tabelle verweisen. Siehe Tabelle 1, Regeln, Seite 10.
Ich bin hier auf der Seite 2, ich gehe mal zur Seite 10 und ich sehe die Tabelle hier und die muss zuerst einen Namen erhalten. Also ich stelle den Cursor in die Tabelle, gehe zu Referenzen, Beschriftung einfügen. Word merkt sofort, dass es eine Tabelle ist, die heißt schon Tabelle und ich schreibe hier, die Tabelle heißt Regeln, okay, und die Beschriftung wird hier eingefügt. Jetzt kann ich darauf verweisen. Ich gehe also wieder auf die Seite 2 und ersetze das starre Ding hier wieder mit einem Querverweis. Ich lösche das, auch die Seite 10 lösche ich. Und füge jetzt hier den Automatismus ein unter Querverweis. Diesmal ist es nicht ein nummeriertes Element, sondern eben eine Tabelle. Ich scrolle nach unten, hier Tabelle. Ja, die gesamte Beschriftung soll es doch gerade einfügen. Das ist perfekt, einfügen. Jetzt steht hier, siehe Tabelle 1, Regeln und natürlich wieder ein Leerschlag. Auch hinter dem Wort Seite und die Seite, die muss ich jetzt noch einfügen. Querverweis, es ist wieder die Tabelle, diesmal nicht die Beschriftung, sondern die Seitenzahl einfügen, schließen. Und ja, das Ganze soll natürlich wieder schwarz erscheinen und man sieht schon, das ist ein Automatismus. Ich mache nochmals einen Check, worauf ich denn verweisen kann. Ich gehe hier auf Querverweis und sehe, es kann nicht nur eine Tabelle sein, es könnten Abbildungen sein, Fußnoten, ja, ich habe da ein paar Fußnoten drin, oder sogar Textmarken, oder eben wie vorhin ein nummeriertes Element. Was steckt dahinter? Wenn ich hier den Cursor draufstelle und mit einem Rechtsklick auf Feldfunktion einklicke, dann erscheint hier irgendetwas Kryptisches, das versteht man nicht recht. Wieder ein Klick darauf, Feldfunktion aus. Was steckt hier dahinter? Ich gehe da nochmals mit einem Rechtsklick darauf, Feld bearbeiten und ich sehe, offenbar ist das tatsächlich ein Link zu diesem Absatz. Da gäbe es noch mehr einzuschalten. Ich probiere doch das einmal aus. Das heißt, wenn ich hier darüber schwebe und die Ctrl-Taste dazu drücke, dann erscheint die Hand. Und wenn ich jetzt einen Klick mache, dann saust Word sofort zu dieser Tabelle. Natürlich funktioniert das nur auf dem PC und nicht auf dem Papier. Das war's.